Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen zu LS19. Ja, auf der Karte Ehrengrad. Ich spreche gerade so komisch, weil ich suche jetzt hier den Abladepunkt. Ah ja, okay. Soll es echt hier sein? Denn ich habe ja hinten unsere Beine noch drauf. Ah, okay. Doch, hier ist der Verkauf. Och, guck mal. Zack, sind sie weg. 5.000. 6.300 und ein paar zerquetschte. Ja, super. Hat sich doch gelohnt. Die offenen Klappen jetzt, ne? Kein Problem. Muss ja mal die Rücktour planen, weil ich habe mir noch so einen Besen jetzt mit reingenommen als Mod. Aber es liegt nicht wirklich auf dem Weg, ne? Der Shop, nee. Nee, da fahren wir direkt zurück nach Hause. Wird ja auch langsam dunkel. Ich wollte noch die Nacht überspringen. Ja, es gab wieder einige Anregungen, auch für die Gestaltung, wie wir das hier so weitermachen könnten. Unter anderem hatte ich auch vorgeschlagen, ich könnte ja mal so eine offene Weide für Schafe zum Beispiel, ne, wird sich ja hier anbieten. Dass wir uns dann vielleicht einen schönen Fleck hier kaufen. Dann müsste ich mir die Mod nochmal besorgen. Ich glaube, die gibt es ja beim Mod-Hub. Das wäre nochmal eine schöne Idee. Wird, glaube ich, echt toll aussehen. Da wollte ich nochmal ein paar Kurse hier einfahren. Aber am Anfang ist auch ganz schön, wenn wir uns nochmal alles hier so ein bisschen anschauen. Ne? Für die von euch, die vielleicht auch nicht das DLC gekauft haben. Warum auch immer. Ja, ich finde es ganz gut. So, also den. Da drüben haben wir stehen noch. Ja, das Aufladen war jetzt nicht so prickelnd, ne? Hat nicht so gut geklappt. Wir haben ja noch so ein paar Ballen hier. Aber ich würde vorschlagen, das machen wir ja nicht am Tage. Ich den jetzt mal hier quer. Ja, Manfred hat nochmal gesagt, das finde ich auch ganz interessant, dass der echte Landwirt, der mal so ein paar Ballen hier zum Aufladen hat, der wird sich nicht extra so eine Folienzange kaufen, womit du dann halt die Beine schonend aufladen kannst, und dann wird die halt mit einer Pike dann halt pieken. Hast halt zwei Löcher drin und die dann einfach zutapen. So. Fand ich mal interessant. So, den Kühen geht's gut. So weit. Oh, ist gar kein Stroh drin. Ach, das müssen wir echt mal jetzt machen, weil das ist doch blöd. Gibt ja dann auch keinen. Ja, ein bisschen Stroh haben sie noch. Na, Menstruation fehlt halt, deswegen waren wir nur auf 77%. Haben auch nur 500 Liter. 10 Kühe haben wir ja noch. Gut. Ich lasse mal die Zeit ein bisschen schneller laufen. Und wie gesagt, wir hauen uns mal aufs Ohr. 12 Stunden hätte ich so gedacht. Schade, dass man ins Haus nicht reingehen kann. Das lässt er mich jetzt noch nicht.
Ich glaube, ab 8 geht's erst, ne? So. Genau. Boah, eigentlich können wir uns mal 13 Stunden gönnen. Würde ich auch gerne mal. In der Zeit schlafe ich auch zu wenig. Oh nee. Na gut, dass wir alles gemäht haben, ne? Aber guckt euch das mal an. Ich meine, hier finde ich es wieder zu hell. Vielleicht liegt es auch an meiner Einstellung, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, allgemein wurde schon gesagt, dass die Karte ein bisschen hell ist hier so an manchen Stellen, ne? Aber guckt euch das mal an. Das sieht nicht geil aus in der Ferne. Toll. Ah, ich habe einen Hut auf, wir können euch trotzdem arbeiten. Ich glaube, wir machen das mit dem Tape, dass ich die Zange mal wegpacke. Denn das Problem ist einfach, die Geräuschkulisse ist ja geil, oder? Dass wenn die so dicht zusammenliegen und dann machst du die Zange auf, dann quetscht es wieder aneinander, was wohl in echt kein Problem wäre, aber hier hängen dann die Beilen teilweise einfach zusammen. Das ist halt nicht so gut gemacht. Vielleicht kann man so mal patchen. Jedenfalls kann man da schnell zur Verzweiflung kommen, sehe ich zumindest. Pack ich die denn jetzt mal hin? Ach komm, ich pack die daneben. Da ist doch noch ein bisschen Platz. Hat man das vorher auch schon? Ich muss das dann nochmal zeigen mit dem Sound. Ich glaube, das war vorher nicht so. Ich habe es nicht bewusst wahrgenommen. Ich zeige gleich mal, was ich meine. Ich mache den Traktor aus am besten. So, jetzt hört man den Regenzorn von außen. Ja, Moment. So, jetzt von innen? Nein. Sorry. Ja, außen. In. Könnten wir es noch so weitermachen, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Cool. Finde ich nicht unwichtig. So, kann es ein bisschen rutschig werden auf der Wiese, aber... Ich würde das halt gern fertig machen. Wenn ich mir unnütz auf der Wiese rumfahren müssen. So. Ob das jetzt besser klappt, ich weiß es nicht. Das habe ich ja auch noch hingelegt. Ah, Mist.
Das die Löcher, die machen wir dann zu mit Kleber. Ist ein Panzerband drauf. Vielleicht können wir doch noch ein paar verkaufen davon. Ganz schön breite Reifen auch drauf, ne? Ist das dann schon, da ist das Ganze für die Wiese, oder ob man dann doch eher die schmalen drauf haben sollte, ist die gute Frage, ne? So, der muss noch mal korrigiert werden hier. Natürlich doof, wenn ein paar Löcher mehr. Oh! Jetzt habe ich gerade die Tempomaten angeschmissen. Fast in die Hose gegangen. Ja, bis jetzt würde ich vorsichtig sagen, es ist, geht besser. So, nächste drauf. Na, das sah irgendwie so mittig aus, ne? Ja gut, mehr als drei werden wir eh nicht draufkriegen in einer Reihe, aber vielleicht könnte man das Ganze hier übereinander stellen? Dann sollte man nicht übermütig werden, ne? Ja, es gibt Linke, kann man ausmachen. Macht jetzt keinen Sinn auf der Wiese, aber es sieht so geil aus. Ich finde das so klasse. Ich habe immer so noch einen, kann ich mal gerade zeigen. Ich weiß es nicht, ob der jetzt mittelgroß war. Und zwar. Noch ein, machen wir es mal nach Marken. Hab hier noch einen Linda. Den hat mir Manfred empfohlen. Danke nochmal für den Link. So. Lass mal gucken, welches jetzt die Mod ist. Der hier. 102 PS. Wir haben es den hier mit 136 Liter. Wie viel Leistung geht der denn hoch? Kann man da nicht noch was machen? Nee. Da geht nichts mehr. Bei dem. So ein Nummernschild, ne? Und Ausführung. 1336 würde er dann gehen, das wären den dann konfigurieren, schwarz, beige, Ich überlege gerade, finde ich das gut oder
Weiß ich gerade nicht. Ob mir die Farbe gefällt, was gibt es denn da noch so einzustellen? Also ohne Rundumleuchter. Der hat jetzt hier diese, ne? Okay. Frontladeanbau. Verschiedene Konsolen hat der halt noch. Achso, dann kannst du mit und ohne Kotflügel. Finde ich auch nicht schlecht, wenn du sagst, okay, das ist so ein kleiner Hoftraktor. So, ganz cool. Was gibt es noch? Grün. Auch nicht verkehrt. Also wir sind ganz cool, wenn du jetzt von der Innenansicht fährst halt, ne? Und siehst dann hier die Räder drauf. Also ohne die Kotflügel, finde ich schon ganz cool. Das kostet so 116.000 und wenn du den dann gebraucht nimmst, da Fabrik neu, 18.000 Rabatt, also bist du auch dann mal 100.000, ne? Joa, warum nicht? Aber ich will auch den hier nochmal haben. Das Geld verdienen. Also schnell weiter aufladen. Aber vielen Dank, also solche schönen Mods. Ich immer gerne. Auch mit IC haben wir ja noch nicht so viel. Ich weiß nicht, ob der jetzt da was drin hat. Ich vermute mal. So, muss aber noch einen von der anderen Seite auch, ne? Und Kamera, so. Na ja, klar, da piekt jetzt die Gabel halt, ne? Will ich echt nochmal absetzen oder geht's so? Wollen wir unnötige Löcher vermeiden? Boah, halt mal. Also ich könnte mir sagen, was ich wollte. Ich finde diese Atmosphäre auf dieser Karte so geil. Vielleicht passe ich mir das Licht mal ein bisschen selber an. Also war gerade 12 Uhr läuten, ne? Ja, müssen wir noch einmal rüber. Da lag jetzt nichts mehr rum, ne? Nee. Das wäre jetzt cool, wenn das jetzt wieder so ein bisschen rutschig, schlammig sein würde, wenn du dann so am Hang bist. Bei dem Wetter, dass du so ein bisschen wegrutscht oder so. Naja, wer weiß, was es bei LS21 gibt. Wenn das dann überhaupt rauskommt, gibt es ja auch wieder LS23. Ist die da schon mehr als ich? Wäre nochmal interessant. Gut, hat es mal ein bisschen besser geklappt? Und danke nochmal, wie gesagt, auch diesen Tipp mit der Gabel, ne? Weil ich wollte es eigentlich nicht machen, wie gesagt, wegen den Löchern, die es ja im Spiel nicht gibt, aber ihr wisst ja, was ich meine. Aber dass man das in Landwirtschaft auch dann so machen kann. Okay, wir sehen uns. Mach's gut. Vielen Dank. Ciao, YouTube. Geiles Wetter.